Und weiter geht's. Die bösen Gegner haben den Lagerhausschlüssel geklaut. Und das kann man einfach nicht so sein lassen. Ich werde die jetzt verfolgen und vernichten. Beziehungsweise ihrer gerechten Strafe zuführen. Also sie vernichten. Gegen dich bitte. Yep. Einmal gegen dich. Und das geht gegen dich. Nein, das hätte nach oben gehen sollen. Wow. Und nach unten. Nein, nach links. Okay. Und nach oben. Ah, so ist die Waffe doch gar nicht so toll. Für einzelne Gegner. Ich wollte eigentlich gerade die Munition auffüllen. So. Und dann auf die Maschinenpistole wechseln, damit der Munition sich auffüllt. Uiuiuiuiui, was? Dann fliege ich halt einfach über dich drüber. Da kenne ich nichts. Ups, der hat er getroffen. Feuerbälle. Ich muss sagen, den Feuerball. Das ist immer noch fast meine Lieblingswaffe. Nach der Maschinenpistole. Maschinenpistole ist super. Kann nicht fliegen. Ich wiederhole mich, glaube ich, zum 1000. Mal oder so. Das Spiel ist super, doch. Die Waffen sind super. Die Musik ist super. Mein Skill ist nicht so super. Ich verwende einfach Munition und nehme Schaden, dummerweise. Und hole mir die kleinen Erfahrungspunkte zuerst vor den großen. Na egal. Nein! Nein, damit kann man ja gar nicht fliegen. Okay. Hoppla, du bist dran. Ach so, Level 2. Mist. Ja, nee, das bringt's ja irgendwie nicht so, ne? Ich glaube, die Waffe ist wie das Maschinengewehr, wie die Maschinenpistole, nur auf Level 3 so wirklich gut. Bin ich darüber? Ja. Hier in der Sandzone gibt es eine Vielzahl von Orten, oder eine Vielzahl, viele Stellen, wo man durch die Wände gehen kann. Diese Dinger sind markiert mit einem Symbol. Mit dem hier. Aber ich kann hier nicht weiter. Das ist wahrscheinlich nur ein Beispiel. Nein! Nein, 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 nein! Ach, Mist. Ja, also, jetzt hier auf dem Weg zum Lagerhaus. Um die Bösen aufzuhalten, damit sie nicht die roten Blumen benutzen können, um die Mimigas zu versklaven als Kämpfer. Genau. Und ich habe zwischendurch ein bisschen geschwärmt. Ich finde das Spiel super. Ich finde diese Waffe hier finde ich super. Die Maschinenpistole, dass man da dass mit einer Waffe alleine schon fliegen kann, finde ich großartig. Ansonsten über die Story kann ich noch nicht so viel sagen, aber die Musik ist echt toll. Das Leveldesign gefällt mir richtig gut. Ja, alles in allem muss ich sagen, super Spiel. Gutes Spiel. Nur mein Skill lässt zu wünschen übrig. Warum greifen die an? Was sollen sie angreifen, sobald sie Schaden gekriegt haben? Okay. Hab ich irgendwo sonst noch Schaden gekriegt? Nein. Mal eben oben. Da fehlt Munition. Da unten rechts. Also direkt hier runter. Hier bin ich, hier unten rein bin ich gefallen. Beim letzten Versuch dieses Levels. Weil ich den Bubble in der Hand hatte und nicht die Maschinenpistole. Ich glaube, man sollte an solchen Stellen, wo es so rote Stacheln gibt, einfach immer die Maschinenpistole in der Hand halten. Falls man fliegen kann. Den kriege ich nicht. Den Erfahrungskuppel. Ja, da geht es nicht hoch. So, gut. Und bevor ich da jetzt reingehe, möchte ich bitte mich heilen. Und die Raketen wieder auffüllen. Und mit dem Feuerball in der Hand, speichern. Und dann geht's mal los. Auf geht's, das Böse besiegen. Mal wieder. Hoffentlich hilft's diesmal. My Lord. Das ist also der Doktor. Den kennen wir doch aus dem Titelbildschirm.
Ich habe dir alle die Samen gebracht, die du wolltest. Gut gemacht. Übrigens, die Blumen, die dort blühen, sind das die Dämonenblumen? Ja. Oh mein Gott. Uncanny, hässlich? Sind nicht so toll, wie ich dachte. Oder sehen nicht so toll aus, wie ich dachte. Oder so böse, wie ich dachte. Soll ich eine als Test vertilgen? Oh nein, lass uns das nicht tun. Lass uns die Reaktion an einem Mimiga testen. Oh ja, mein Lord. Oh ja. Oh oh. Tatsuku, oder? Tatsuku? Oh, wo bin ich? Ah! Oh oh. Wohin glaubst du, gehst du? Balrog. Fütter ihr eine Blume. Okay. Hier, nimm. Nein, stopp! Ist es, ist es. Händel weg von ihr! Oh, King. Wow. Toroko, geht's dir gut? King! Oh, mein Kopf. Nein! Du bist der Doktor. Ja, ich bin der Doktor. Und von jetzt an bin ich der neue Anführer. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Und was genau ist dein Plan mit diesem Schwert? Ich werde dich töten. Fump. Boah, sind sie wirklich so fragil, bevor man sie in Rage bringt? Oh, du bist der Soldat von der Oberfläche. Du kommst genau zur richtigen Zeit. Hier, die sind all deine. Oh nein, danke nicht mir. Habt Spaß, ihr drei. Drei? Achso, ja, okay. Toroko! Oh oh. Nein! 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 Ich kann nicht mehr fliegen. Verdammt! Ich kann wieder fliegen. Nach oben kannst du nämlich nicht. Ah, okay, doch. Wenn ich runterkomme, kannst du mich abwerfen. Was machen die da? Alle geben Erfahrung. Gut. Ah, dann wirft mit den. Sie wirft mit den Samen um sich. Die Samen der Blumen. Was? So, der sechste Versuch dieses Endbosses. Letztes Mal habe ich es mit dem Feuerball versucht. Das hat nicht ganz gut geklappt, aber ich möchte nochmal die Maschinenpistole testen. Nämlich das drüberfliegen. Hier oben kann ich Toroko nämlich, glaube ich. Okay, doch. Kann ich also doch treffen hier oben. Aber ich kann ganz gut Schaden machen. Dann kann ich mit dem Feuerball die kleinen Biester hier töten. Und mich wieder stärken. Raketen wären auch eine Idee. Aber ich muss ausweichen. Ganz wichtig ausweichen. Das ist ganz wichtig. Und die. Vor allem die Herzen, die hier immer wieder mal erscheinen, die da. Einsammeln. So, Rakete. Oh, verdammt. Oh, Mann. Ein Herz. Ja, ja, und ein Level Up. Leer. Okay. Ja, Leben, Heilung. Maschinenpistole braucht ein Level Up. Krieg sie. Ah, so viel Schaden. So much Damage. Nein, nicht schon wieder sterben. Nein! Oh. Oh, wow. Das war gerade Glück. Oh Gott, ist das schwierig. Ich dachte schon, der letzte Boss war schwer. Oh, ich bin fast tot. Oh, puh. Sechs Versuche, ey. Und ihr habt nur zwei davon gesehen. Das war ja... Das ist schwierig. Aber irgendwie ist es gut. Ich meine, es ist schwierig, aber es ist machbar. So wie ein Spiel sein müsste. Also mein Lob für dieses Spiel wird dadurch nicht eingeschränkt durch den schweren Boss. Es ist zu spät für mich. Wirst du mich rächen? Du bist jetzt nicht tot, oder? Er ist wohl tot. Und hier ist das Schwert. Ah, ich dachte schon, das wäre ein Nahkampf. Macht das viel Schaden? Ich weiß es nicht.
Hussa! Ach nein. Ernsthaft? Entschuldigung. Also, du lebst. Du erinnerst mich auch an den einen damals. Ein sehr kleiner Roboter. Genau wie du. Aber ich sehe schon, dich direkt zu konfrontieren, macht Dinge nur kompliziert. Ins Labyrinth mit dir. Und mit dir auch. Oh, das hat sich gut gefühlt. Das fühlt sich gut an. Ich habe den Boden getroffen. Wo bin ich? Oh, das sind so blaue Typen. Ich wette, Misery hatte ich hier heruntergeworfen. Du Armer. Das ist die Müllhalde der Insel. Einmal drin kommst du nie wieder raus. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Der Schalter, der die Tür öffnet, ist wahrscheinlich irgendwo ganz oben. Aber... es ist wohl schwierig, da hochzukommen. So als Plattformer. So. Und es gibt keine Antwort. So. Okay. Das sieht doch nach einer kleinen Herausforderung aus. Und ich glaube, die hebe ich mir für die nächste Aufnahme. Oh, wow. Yep, die hebe ich mir für die nächste Aufnahme auf. Definitiv. Also was ich hier machen will, ist, glaube ich, die Maschinenpistole auf 3 bringen und dann einfach hochfliegen. Ich glaube, wenn das wirklich so ein schwieriger Plattformer ist, dann bringt da alles andere irgendwie nichts. Also dann, bis zum nächsten Mal.